Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede sei mit seinem Propheten und seiner Familie und seiner Gefährten. In der ersten Sitzung, wir haben uns mit der ersten Surat beschäftigt, Surat al-Fatiha, die Eröffnung, Ummul Kitab, die Mutter des Buchs, wie die islamischen Wissenschaftler das bezeichnen, wie Allah auch selber es so bezeichnet hat, Ummul Kitab. Und wir haben dann klar gemacht, dass es darum geht, wenn man das Gebet verrichtet, weil Verrichten geht ja nicht darum, um technische Bewegungen, die man aus Routine immer wieder wiederholt, sondern muss man den Sinn des Gebetes verstehen. Deswegen unterscheidet man in der arabischen Sprache zwischen Erledigen und Verrichten. Man sagt Ad-Salat oder Aqama-Salat. Wozu uns Allah verpflichtet hat, ist Wa-Aqimu-Salata und nicht Wa-Adu-Salat. Das heißt, es geht um das Gebet verrichten und nicht nur um bloße, sinnlose Aktivität, die man fünfmal am Tag wiederholt. Und der wichtigste Teil überhaupt in dem Gebet ist Surat al-Fatiha, die man bei jedem Raka'a vorlesen muss. Wenn man den Sinn dieser Surat nicht versteht, dann fragt man sich nicht mehr, warum bin ich danach nicht recht geleitet und schaffe ich es nicht, mein Leben so zu führen. Die Gebete oder die Pflichten, wozu uns Allah verpflichtet hat, As-Salat, As-Siyam, die sind alle miteinander verbunden. Wenn dein Gebet nicht so verrichtet wird, wie es sein muss, und du den Sinn des Gebetes und die Bedeutung Surat al-Fatiha, und es ist kein Grund, wenn du der arabischen Sprache nicht mächtig bist, dass du die Bedeutung Surat al-Fatiha nicht verstehst. Unter anderem auch die anderen Versen sind genauso wichtig. Aber mindestens die Surat, die du tagtäglich fünfmal bei jedem Gebet wiederholen musst. Also, wenn wir das kurz zusammenfassen darf, damit wir auch das nächste Thema, was direkt damit zu tun hat, fortsetzen. Gebet, du fängst an, Allah zu loben. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dem Herrn der Welten. Und du bittest ihn, nachdem er dir das schenkte, dass du vor ihm stehst und nicht woanders, bitte ihm um Rechtleitung. Ehdina sirata al-mustaqim. Sirata alladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. Und schließt man das so ab, indem man sagt Amin. Also, du hast jetzt die Moschee verlassen, weil eigentlich viele vergessen oder nehmen das nicht ernst, dass eigentlich das Gebet in der Moschee zu verrichten ist, solange es möglich ist. Salatu Rajuli fil Masjid. Das Gebet sollte eigentlich theoretisch in der Moschee verrichtet werden. Wenn du die Moschee verlässt oder wenn du mit dem Gebet fertig bist, egal wo du das verrichtet hast, und du merkst, dass dein Verhalten sich nicht geändert hat zum Gunsten des Islams, ich meine damit, was der islamischen Regeln entspricht, dann hör mal zu, lieber Bruder, liebe Schwester. Und besonders dieser Hadith ist an junge Leute gerichtet. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte was ganz Wichtiges. Natürlich, alles, was der Prophet sagt, ist wichtig. Al-Hadith al-Sahih ist wichtig, ist ja eine Allahs Offenbarung, sagte Ibn Abbas, Friede sei mit den beiden, mit Abbas und mit seinem Vater, sagte ihm als junger Mann, weil viele von uns denken, ja, ich bin noch zu jung. Ich bin zu jung. Bist du nicht zu jung? Was heißt zu jung? Es ist Frage der Definition. Sayyiduna Zaid, mit 17 hat er eine ganze Armee geführt. Ich verlange nicht von dir, dass du jetzt bei der Bundeswehr als Kommandant oder irgendeine hohe Stelle bei der Bundeswehr übernimmst. Ich meine damit, dass du Verantwortung übernimmst, genau wie Sayyiduna Zaid und weitere Gefährten. Und dieser Hadith ist an Ibn Abbas und nicht nur ausschließlich an Ibn Abbas, an alle Jugendliche im Islam, muslimische Jugendliche und Jugendliche allgemein. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, O Ibn Abbas, Allah wohlgefallen auf beiden. Er sagte, O Jüngling, ich lerne dich einige Worte, bewahre Allah, dann bewahrt er dich.
Das heißt, wenn du die Moschee verlässt und du dich ärgerst, warum habe ich gesündigt? Oder warum habe ich diesen bösen Freund getroffen und warum und warum und warum ist mir das und das passiert? Und anstatt so recht geleitet zu bleiben und Allahs Weg zu folgen, passieren mir so viele schlechte Dinge. Allah hat mich nicht bewahrt. Natürlich bewahrt er dich, Allah, wenn du Allah bewahrst. Aber wie können wir Allah bewahren? Wir sind ja die Schwachen und Allah ist der Starke. Allah braucht uns nicht. Und wie können wir ihn bewahren? Die islamischen Wissenschaftler haben es so geklärt, wenn du harame Taten, also verbotene Taten vermeidest, dann hast du Allah bewahrt. Wenn du Haram unterlässt und das nicht tust, vermeidest, dann bewahrt er dich Allah. Bewahre Allah nochmal, was geschieht, was passiert, dann findest du ihn vor dir. Natürlich, stell dir mal vor, um realistisch zu sein, wenn du jemanden Mächtigen kennst, würdest du irgendeine Gelegenheit nicht nutzen? Würdest du irgendeine Chance verpassen, wenn du denkst, du bist in seiner Nähe und du stellst ihn zufrieden? Damit natürlich ganz pragmatisch gesehen, dass er bei dir steht, wenn du Hilfe brauchst. Alleine wenn du einen mächtigen Menschen kennst, der Geld besitzt, der die Macht besitzt, dann würdest du alles dafür tun, damit er mit dir zufrieden ist. Und du würdest niemals dich trauen, ihn zu ärgern, weil du weißt ja, welche Folge geben könnte, wenn du diesen Menschen ärgerst und tust, was ihn wütend auf dich machen kann. Wenn du bittest, sagt Allah zu Ibn Abbas, dann bitte das vom Allah. Und wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die gesamte Gemeinschaft, wenn sie sich versammelte, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzen, was Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelte, dir in einer Sache zu schaden, die dir nur in etwa schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Dann schließt der Prophet Friede sei mit ihm das ab, indem er sagte, die Schreibfäden sind hochgehoben und die Seiten getrocknet. Das heißt, es wird nichts mehr geschrieben. Schluss, aus. Der Schicksal ist damit beendet. Da gibt es keine Worte mehr, die das ergänzen könnten, weil es ist so ausreichend und vollkommen, was der Prophet Friede sei mit ihm sagte. Wenn du wirklich Hilfe suchst, dann bitte Allah darum. Der Prophet sagt in einer anderen Stelle, Aineni, la tamassahuma an-nar. Es gibt zwei Arten von Augen, die von der Hölle nicht verbrannt werden, die nicht mal in Berührung kommen. Das heißt, damit jetzt gemeint, die nicht bestraft werden und in die Hölle gehen werden. Eins davon, wenn du alleine bist und Allah erwähnst, dann fließen die Tränen aus Treue, aus, dass du dich bereust, aus, dass du wirklich denkst, so, was habe ich getan? Allah gibt mir so viele Gaben, so viele Segen und ich bin undankbar und habe ich das getan. Dann bereut man das sich und dann fließen die Tränen als Zeichen dafür, dass man das sich bereut hat. Und die andere Art ist jemand, der anderen Leuten bewahrt und sie beschützt und Nächte damit verbringt, ohne zu schlafen oder dass man, während die Leute den Schlaf genießen, er darauf verzichtet, damit er die Gemeinschaft beschützt und auf sie aufpasst. Das gilt für jeder, der für die Sicherheit anderer Menschen sich kümmert. Fi sabilillah. Also, frag dich nicht mehr, warum geht es mir schlecht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dir Al-Iman fällt. Es kann ja sein, dass dir manchmal das Geld fällt oder die Macht fällt oder irgendeine Sache, was mit dem Diesseits darum
geht es ja dir fällt, ist es nicht so schlimm. Man kann das ja wieder gut machen, man kann das nachholen, man kann ja immer eine Lösung finden. Aber das Schlimmste ist, wenn in deinem Glauben was fällt und du Allah nicht gehorchst, weil es ist leider so. Sünden sind wie ein Haus, was aus mehreren Räumen besteht. Alleine, wenn du in einem Raum reinkommst und das betrittst, dann führt das, und das ist höchstwahrscheinlich möglich, zu weiteren Räumen. Deswegen fang einfach nicht mal an. Alleine die schlechte Freundschaft, schlechte Kontakte, das alles führt dazu, dass man sich mehr und mehr traut zu sündigen. Und der Prophet hat uns alles aufgeklärt. Er ließ nichts, ohne das geklärt zu haben. Unser Glauben wird schwach. So ist ja der Mensch erschaffen worden, dass er ist schwach. Wie können wir unsere Glauben stärken? Indem wir die Moschee besuchen, indem wir unsere muslimischen Geschwister begegnen und gemeinsam in der Gemeinschaft versuchen, uns gegenseitig zu stärken. Möge Allah uns stärken und dass wir Ramadan miteinander gut verbringen und wirklich uns dementsprechend auch richtig vorbereiten und nicht mit allen Sünden der Welt Ramadan starten, weil entweder startest du sauber und robust und stark oder werden die Tage so schnell vergehen, ohne dass du merkst. Und derjenige, der wirklich den größten Pech haben wird, ist derjenige, der diese wunderbare Gelegenheit bekommt, ohne Allah ihm zu vergeben. Möge Allah uns recht leiten und auch vergeben. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس